Moin Leute, willkommen zu meinem ersten Video in 2020. Mein Kanal hat mittlerweile die 1000 Abos erreicht, da wollte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das auch gerne machen. Und in diesem Video geht es darum, was ich vom 16 Zoll MacBook Pro halte. Das habe ich mir vor ca. 2 Monaten gekauft und da werde ich euch heute einfach mal die Meinung zugeben und das Gerät vorstellen. Viel Spaß! Apple hat mit seinem neuen 16 Zoll MacBook Pro einige Dinge verbessert, die sich Kunden lange Zeit gewünscht haben. Als vor einigen Jahren das erste 15 Zoll MacBook Pro mit Touchbar vorgestellt wurde, brachte dies nicht nur Verbesserungen mit sich. Besonders Tastatur sowie Probleme mit Hitzeentwicklung standen im Fokus von negativen Schlagzeilen. Die damals eingeführte Butterfly-Tastatur ging bei vielen Nutzern schon nach kurzer Zeit kaputt. So auch bei Freunden von mir. Einzelne Tasten klappten gar nicht mehr oder es kam zu Doppelanschlägen. Es gibt zwar ein Austauschprogramm für die Tastaturen, was aber auch nur ein schwacher Trost ist. Mit dem 16 Zoll MacBook Pro hat sich Apple dann endgültig von dem Butterfly-Mechanismus verabschiedet und ist wieder zurück zu altbewährten Scherenmechanismus für die Tastatur gekehrt. Dadurch sind die Tasten nun zwar wieder etwas höher und etwas kleiner, insgesamt ist die Tastatur aber viel zuverlässiger, was in meinen Augen deutlich wichtiger ist. Und sehr gut tippen kann man auch auf dieser neuen Tastatur. Aber nicht nur der Mechanismus der Tasten hat sich geändert im Vergleich zu den 15 Zoll Modellen mit Touchbar, es kam wieder eine physische Escape-Taste hinzu, sodass sich die Touchbar leicht verkürzt hat. Auf diese werde ich später auch nochmal genauer eingehen. Ein weiteres geändertes Detail sind dann noch die Pfeiltasten. Hier ging man auch back to the roots und hat wieder ein sogenanntes invertiertes T-Design gewählt. Bei den 15 Zoll Modellen mit Touchbar waren die Pfeiltasten links und rechts doppelt so groß, was von manchen Leuten bemängelt wurde. Dazu kann ich nicht sagen, da ich nur das invertierte T-Design kenne. Ich hatte vorher nämlich einen Late 2013 15 Zoll MacBook Pro, das auch dieses Design hatte. Generell kommt es einem so vor, als ob man bei vielen Stellen wieder auf altbewährtes zurückgegriffen hat. Ich habe auch mal einen Link zum MacBook in die Beschreibung gepackt, da kannst du den aktuellen Preis checken. Das MacBook Pro 16 Zoll wurde im Vergleich zum Vorgänger minimal dicker und schwerer. Dies ist auf den anderen Tastaturmechanismus, eine verbesserte Kühlung und einen größeren Akku zurückzuführen. Was hier am meisten dazu beigetragen hat, dass die Größe angewachsen ist, kann ich schlecht beurteilen. Allerdings bin ich froh drum, da viele Vorteile daraus entstanden sind und das um 170 Gramm höhere Gewicht und um 0,7 mm dickere Gehäuse kaum auffallen. Es befinden sich jeweils 2 USB-C-Anschlüsse auf jeder Seite und auf der rechten Seite noch eine Klinkenbuchse. Ein SD-Karten-Slot wäre nett gewesen, aber den gibt es ja schon länger nicht mehr bei MacBooks. Der Bildschirm ist im Vergleich zu den 15 Zoll MacBooks etwas angewachsen, wobei diese genauer gesagt einen 15,4 Zoll Bildschirm haben. Somit ist der 16 Zoll Bildschirm des MacBook Pros in der Diagonale um 0,6 Zoll bzw. 1,5 cm gewachsen. Dies merkt man besonders, wenn man die Displayränder vergleicht, da diese nun deutlich dünner sind. Er löst mit einer Auflösung von 3072x1920 Pixeln auf und ist somit schön scharf. Die Farben des Displays sind extrem gut. Außerdem ist es sehr hell und kontrastreich. Hier gibt es nichts zu meckern und es macht einfach nur Spaß, ihn zu benutzen. Auch wenn ich zum Schneiden einen externen 4K-Monitor benutze, bin ich immer wieder froh, wenn ich den integrierten Bildschirm des MacBooks benutzen kann. Zur Touchbar lässt sich sagen, dass ich sie hin und wieder benutze, die Funktion im Allgemeinen aber nicht unbedingt brauche. Manchmal wünsche ich mir sogar die alte Tastatur zurück, mit denen man in Sekundenschnelle die Helligkeit oder Lautstärke verändern kann. Insgesamt ist die Touchbar aber schon eine Bereicherung, wenn auch kein absolutes Must-Have in meinen Augen. Welchen Laptop oder Computer nutzt du zurzeit? Schreib's mir mal bitte in die Kommentare, würde mich interessieren. Die Performance betrachte ich als absolut überragend für einen Laptop. Ich kann darauf problemlos 4K-Videos schneiden und bin ansonsten bisher auch noch nie an die Grenzen gestoßen und vermute, dass dies in den nächsten Jahren auch noch so bleiben wird. Auch im Geekbench Multicore Score kommen alle Versionen gut weg. Ich persönlich habe die Grundausstattung mit dem 2,6 GHz 6-Kern-Prozessor mit 512 GB SSD-Festplatte. Erstmalig ist 512 GB auch die kleinste Festplattengröße und man kann das MacBook sogar mit bis zu 8 GB SSD ausstatten. Ein weiteres Highlight, mit dem ich so gar nicht gerechnet und worauf ich auch gar nicht so sehr achte sonst bei Laptops, sind die Lautsprecher. Etwas derartiges habe ich von einem Laptop noch nie gehört bisher, sie sind laut und klar und das Besondere ist, dass sie einen sehr voluminösen und dreidimensionalen Klang erzeugen. Kommen wir zum Fazit. Alle Neuerungen des 16 Zoll MacBook Pros gegenüber der letzten 15 Zoll Generation sind extrem sinnvoll. Besonders die nun endlich zuverlässige Tastatur, die dünneren Bildschirmränder und die 512 GB SSD in der Grundausstattung haben mich überzeugt. Aber auch die unzähligen weiteren kleinen Verbesserungen machen das 16 Zoll MacBook Pro zu meiner Meinung nach besten Laptop, den man aktuell kaufen kann. Ja, es ist auch sehr teuer, aber dafür hat man auch einen zuverlässigen Laptop, der einem jahrelang gute Dienste leistet. Ich jedenfalls bereue den Kauf keinesfalls und habe mit dem 16 Zoll MacBook Pro den Laptop gefunden, der mich die nächsten Jahre begleiten wird. Das war's zum MacBook Pro. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!